Guten Morgen. Ja, heute geht's wieder auf Radtour. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt einfach mit. Ja, was haben wir vor? Heute fahren wir erstmal 420 Kilometer Richtung Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg. Dort werden wir uns die Stadt anschauen und übernachten. Da haben wir ein Hotelzimmer gebucht. Morgen fahren wir von Wittenberg aus 20 Kilometer entlang der Elbe Richtung Elster an der Elbe und fahren von da aus entlang der Schwarzen Elster auf dem Schwarzen Elster Radweg in Richtung Senftenberger See. Und am Senftenberger See, von da aus schlagen wir uns dann durch in Richtung Norden in den Spreewald, Richtung Lübbenau. In Lübbenau haben wir schon mal Kehrt gemacht auf einer anderen Tour, deswegen wollen wir da anschließen. Und von Lübbenau geht es dann über Kuttbus weiter Richtung Süden durch die Lausitzer Seenlandschaft. Wir wollen uns die Seen anschauen, wir wollen uns auch den Braunkohletagebau mal anschauen und halt die ganze Renaturierung der Gegend. Anschließend fahren wir dann weiter Richtung Süden und offen kommen dann ins Elbsandsteingebirge. Und im Elbsandsteingebirge wollen wir auch noch mal ein Päuschen machen, und zwar 2 Tage wollen wir dort verweilen und uns mal die Bastei anschauen. Ja, wollen wir schauen. Alles andere, denke ich mal, von unterwegs. Da kann's losgehen, was? Ja. Nur gucken, wie ich das mache. Ja. Kleiner Blick auf die Elbe. Da vorne irgendwo ist die Elstermündung. Da fahren wir nachher links ab ins Inland rein. Kleine Schikanen eingebaut hier. Mhm. Fast reingefahren. Da war ein Seepferdchen nicht dabei. Tja, München, 1,6 Kilometer. Er muss nicht verfahren. Ja, unser erster Storch. Ich kann nichts dazu, das ist der offizielle Elsterradweg hier. Das muss man doch mal zeigen hier. Das geht hier da weiter. Unglaublich. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zurück bis zur Kreuzung und nehmen eine andere Strecke. Thank you.
zweiter Tourtag auf dem Weg von Bad Liebenwerda nach Senftenberg. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Heute soll es 37 Grad werden. Ja, in Senftenberg gibt es einen großen Badesee. Ich denke mal, den werden wir heute mal nutzen. Wir sind mitten im Niemandsland. Gutes Radlein. Schauen wir mal, was das ist. Ich schauen mal. Schön vor der Kirche. Die Wiege des Sächsischen Wandermarionettentheaters. Naja. Nee, hast recht. Ja, gar nicht so einfach, ne? Durch das Loch. Braunkohlebergbau, heute Naherholungsgebiet. Senftenberger See. Da ist ein Ortsteil, also die Ruinen am Mathilde. 1988 verflutet worden. Ja, betreten verboten. Das ist symptomatisch für diese Region hier. Ein Braunkohletagebau, der gerade geflutet wird. Man sieht das, wie tief er liegt. Ja, irgendwann ist das ja auch ein riesiger See. Und dann kann man auch drin baden gehen, aber bis jetzt noch alles gesperrt. Wir sind jetzt hier an der Spree und unser heutiges Ziel ist Cottbus, das sind so 70 Kilometer von hier. Heute ist etwas frischer, keine 40 Grad mehr. Ja, wollen wir mal schauen, was der Tag so bringt. So, das müssen wir jetzt mal aufnehmen hier. Dieses tolle Schild mitten in der Walachei hier an der Spree. Ja, vor dieser Brücke. Den Radfahrer, der da ohne uns abzusteigen drüber fährt, den möchten wir sehen.
So fährt man mit dem Fahrrad runter. Heute nicht ganz so heiß, ne? Das ist der 5. Tag unserer Tour. Heute fahren wir Richtung Spremberg und wollen mal schauen, ob wir nach Bautzen kommen. Das ist die Talsperre Spremberg. Da wird die Spree gestaut. Auch das muss man mal zeigen. Das ist die Kehrseite des Braunkohleabbaus hier. So sieht die Spree vor dem Stausee Spremberg aus. Das ist ein Besuch heute. Das sind die ersten spannenden Herausforderungen heute. Da gucken wir mal, wie das wird, oder? Jetzt gleich gucken, ob es kalt ist. Wenn er etwas Giftiges finden wir dann. Dann fallen dir heute Abend die Fußnägel ab. Genau. Super. Ne? Bärwalder See. Und wie ist das Braunkohlekraftwerk?
Voxberg, ne? Das alte Schloss in Ohüst. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Mückenabwehr. Mützer. Hier sind Mittagspause beendet. War lecker, ne? Ja. Schönes Sonnenblumenfeld. So, jetzt ist es soweit. Unser erster Regen nach einer Woche.
Aber wir sind gut geschützt. Sofort Futterbesuch hier. Bis nach Weißwasser, von Nord nach Süd, von Osten bis nach Westen, nur die Besten kommen von hier, keiner ist so stolz wie wir. Umgebinde, Häuser schmücken Eibau, Wittelsdorf, Wersdorf und Großschönau. Rotzi Glossel heißt mancherorts das Fernglas, Kummock Rai, sei dabei, keiner rollt das R-Revier. Oberlausitz, schöne Oberlausitz. Weiter weit, Ufer der Neiße, Moskauer Heide, weiter weit. Berge und Hügel, Fährlein, Flügel von Zeit zu Zeit. Kriegen die Wölfe voll auf die Zwölfe von den Lausitzer Füchsen. Abfahrt ins Elbtal. Fantastischer Blick hier. Hier geht's aber gut runter. Uiuiuiui, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich beide Hände zum Bremsen haben. Ja, das nimmt dir die Luft weg, ne? Ja. Ja? Wow. Nach Hofen. Nach Hofen. Bayern. Uiuiui.
Der Wahnsinn. Ja? Der Wahnsinn. Wow. Oh. Wow. Abschied aus der Sächsischen Schweiz. Tschüss Elbsandsteingebirge, tschüss Bastei. War nett hier. Hat viel Spaß gemacht. Hallo. Hallo. Das ist das alte Rathaus in Pirna. Sehr schön.
Ich lache. Smile. Die Umleitung ist für deinen Radweg.